nicht, was ich habe. Das hier? Ja, was ist das? Ja, du musst alles in mir. Das da? Ja. Und? Das da. Das da ist für die Stimme. Ja. Und das da ist für die Nervosität. Mhm. Super. Danke an Dr. Richard Moser, meinen Homöopathen, der Homöopath Ihres Vertrauens. Neben mir ist jetzt der Oliver. Servus Oliver, wie geht's dir? Ich bin müde. Ja, es ist sehr lang geworden gestern wegen den Proben und so weiter. Und ja, jetzt bin ich wieder da und ich bin so müde wie zuvor, wie nie zuvor. Ich zeig dir jetzt was ich habe. Ich habe zuerst das. Das ist für die rechte Hand. Und dann habe ich das da. Das ist für die linke Hand. Das ist alles der Boden. Danke an Bernie Gelane. Ganz neu im ORF ist Rauchverbot. Oh, echt? Ja, sicher. Du, dann hör auf. Nein, ich habe es. Bist du jetzt ein Rockstar oder nicht? Jetzt brauche ich noch ein bisschen. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich psychisch auch erst so um 3 oder 4 am Nachmittag aufwache generell. Na, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja. Nervosität steigt auch schon ein bisschen? Es geht. Überraschenderweise, es geht noch. Das ist kurz bevor man dann irgendwie auf die Bühne geht, da wird es dann ganz arg. Da, ich glaube, man bewegt sich die ganze Zeit so durch die Gegend. Aber es geht, es ist okay. Letzte Frage, gib mir mal eine Einschätzung über die Band WG. Einschätzung über Band WG. Ja, super, super Band. Nette Leute, sehr nette Leute. Und ja, finde ich gut. Lukas, wie geht's dir so kurz vor dem Auftritt? Ja, wir sind natürlich dementsprechend ein bisschen aufgeregt, was aber durchaus positiv ist, weil das turnt uns an zu Hardcore-Performances. Das macht uns heiß für die Bühne. Und ich sage einmal, wenn wir nicht aufgeregt wären jetzt so kurz vorher, dann war es auch nicht das Richtige für uns, weil dann war uns das scheißegal, wie das heute ausgeht und das ist uns nämlich nicht. Ja. Wie geht's dir? Ja, der Grainer fährt schon ziemlich rein. Also, ich glaube, es wird eine super Sache werden am Abend. Kurz vor der Generalprobe in der Cafeteria, ich habe jetzt neben mir den Bernd von der Band WG. Wie geht's dir? Ja, eigentlich super. Ich habe gerade einen Kakao-Intus. Aha. Und werde mich jetzt ein bisschen aufwärmen gehen. Diese doofen Einsingübungen, diese klassischen la 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 und so. Aber sonst, ich glaube, Schminke passt, die Frisur auch noch halbwegs. Also ich bin relativ cool noch unterwegs. Ich freue mich, also Adrenalin ist da, aber Nervosität, die kommt dann am Abend, die wird hier noch einfangen. Das ist natürlich ein Nachteil, ganz klar, dass man uns nicht versteht, was aber auch zu unserem Vorteil werden könnte, weil, ich sage mal, ein spanisches Lied hört sich auch einer an, der nicht Spanisch versteht, weil es einfach Spanisch klingt, weil Spanisch verbindet man mit irgendwas, was exotisch ist, was so hola chicas und ja. Und bei uns ist halt das eher, man verbindet halt wahrscheinlich eher Bodenständigkeit, Humor und einfach arbeiten und gehen wir mit unserer Sprache und deswegen möchte man eben austesten, was man mit der Sprache verbindet. Und das ist auch kann zu unserem Vorteil werden, wenn wir weiterkommen. Das ist der gefährlichste Mann der Band WG. Ja, der Drummer, der ist immer hinter einer Glaswand versteckt. Ich weiß nicht, zum Schutz vor den Fans oder vor ihnen. Wer soll da geschützt werden? Naja, das ist eigentlich unser Band WG-Aquarium gewesen. Aha. Weil wir haben, wie wir früher unsere Konzerte gespielt haben, immer versucht, die Bühne ein bisschen wie ein Wohnzimmer herzurichten. Ja. Und da haben wir gesagt, wir brauchen ein Aquarium. Und da bin ich halt immer im Aquarium gesessen.
Wem gebt ihr die größere Chance? Ich glaube, wir haben alle die gleichen Chancen, weil jeder, glaube ich, 3 Minuten da performen darf. Aber wir würden natürlich gern selber da einziehen. Okay. Sollte man nicht einziehen, würde ich es der Charlie vergönnen. Mhm. Mit It's Good to Be Bad. Weil mir das taugt, weil das auch Fort, das ist mein Ort von Musik. Mir taugt alles, was halt. Was schneller ist, wo die Hitten brennt. Und ja, deswegen würde ich ihr halt dann das Ticket schenken, sollten wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen eliminiert sein. Aber wir wollen sie schon anstrengen, dass wir halt da halt. Wir werden, ich meine, jeder wird versuchen, dass wir gewinnen, aber wir werden halt voll, wir versuchen voll. Wir sind wirklich super vorbereitet, wir haben ein wirklich gutes Lied am Start und sind voll positiv gestimmt. Und wir hoffen, dass die Message, diese 10 Sekunden Glück auf jeden Fall ankommen heute und dann stehen die Chancen ganz gut eigentlich. Ich bin mega aufgeregt, weil ich natürlich mit jedem Einzelnen mitzitter. Ja. Das heißt, ich habe einfach 10-fache Aufregung. 10-fache? Ja. Da hat dein Herz aber viel zu tun, oder? Ja, genau. Ich darf jetzt keinen Kaffee mehr trinken. Obwohl das jetzt vielleicht eine fiese Frage ist, aber 10 Schäfchen, du fieberst bei allen mit. Ja. Irgendeinen Favoriten? Nee, also mir geht es wirklich nach jedem Coaching so, dass ich mir denke, der könnte es doch werden. Mhm. Ja, also ich hab 10 Leute im Coaching, einer nach dem anderen kommt rein und nach jedem denke ich mir, das könnte eigentlich das Beste sein. Das und so bin ich am Ende des Tages wieder auf Null und auf der von mir auch erwarteten neutralen Position. Kurz vorm Auftritt für Düsseldorf Willkommen, wie geht's euch da? Ja, es ist spannend, es ist gerade noch viel hin und her, aber ich glaube, es wird ganz gut gehen, schauen wir mal. Alle laufen so ziemlich aufregend, nervös durch die Gegend. Wie sieht es bei dir aus mit der Nervosität? Ich glaube, das kommt jetzt, wenn wir Richtung Bühne gehen, dann wird es langsam anfangen. Wenn wir dann hinter der Bühne sind und eigentlich ready und dann wird die Energie kommen, glaube ich. Also auch die Nervosität natürlich. Der wievielte Startplatz seid ihr heute bei der Aufzeichnung? Nummer 3. Und wer wird nach Düsseldorf fahren? Schwierig, wir natürlich. Okay. Das muss ich jetzt sagen. Natürlich. Eine kurze Einschätzung zur Band WG. Die sind super. Ich war extrem beeindruckt und ich finde, es ist eine sehr, sehr coole Band, super Musiker. Und ich würde es ihnen auch vergönnen. Aber ich wünsche mir es natürlich für uns. Du musst dich noch vorbereiten. Mhm, ich werde einsingen gehen. Aufs WC, da habe ich meine Ruhe. Oh, da sind wir gerade irgendwo vorbeigelaufen, da war schon jemand. Ah, aber es gibt zum Glück hier mehr. Ich glaube, da gibt es mehr Klos auf dem OS. Ja, und ORF ist groß. Ich glaube, okay. Du wirst eine freie Stelle finden. Okay. Viel Spaß, danke. Danke. Baba. Wir sind jetzt hier in der Wetterstation. Neben mir steht der Markus. Er ist der Pate von Leo und der Patricia. Wie geht es dir? Naja, ich bin natürlich nervös als Pate, gespannt. Die beiden müssen das Rennen machen. Schöne Frau mit toller Stimme und ein herausragender Musiker. Ich finde, das wäre ein tolles Paket für den Song Contest. Die neuesten Nachrichten zum Eurovision Song Contest. Wer würde nach deiner Meinung hier der Favorit sein? Also einen direkten Favoriten habe ich nicht, aber ich habe gesehen, hier auf den heiligen Gängen des ORF schon Oliver Wimmer herumlaufen, geschminkt und aufgetakelt sozusagen für den Event. Und ich glaube, er wäre wohl ein guter Kandidat, um Österreich zu vertreten, aber auch die anderen Bands, die natürlich super. Und es geht darum, natürlich Lena zu schlagen und ich glaube, wir werden es schaffen. Also ehrlich gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus beim Song Contest. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben vielleicht zweimal zugeschaut in den 1890er Jahren, aber vielleicht waren es auch schon die 1970er Jahre. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich für die Nadine Beiler stimmen soll, weil ein Freund von mir mich darauf hingewiesen hat. Nadine, du wirst eigentlich als Favoritin gehandelt. Ja, habe ich auch schon so gehört. Wie kannst du damit umgehen? Ja, das ist Motivation pur. Freut man sich noch mehr auf den Auftritt. Und was macht deine Nervosität? Also noch geht es ganz gut, jetzt nach der Generalprobe, die ist jetzt ziemlich gut gegangen, bin jetzt eigentlich ziemlich locker, aber das wird sich sicher noch ändern. Ja. Gerade rechtzeitig im Pressezentrum angekommen, sehen wir hier die Generalprobe von der Band WG.
mitten in der Kantine, kurz vor dem Auftritt, noch schnell was essen und ich muss sie mir einfach aufhalten. Wie geht's dir? Mir geht's super gut. Ich habe einen Glückskeks hier und ich möchte jetzt schauen, was dieser Glückskeks über unseren Auftritt heute sagt. Schauen wir mal, wenn da nichts Positives drin steht, dann geben wir den zurück. Bon. Vielleicht fällt Ihnen ein Angebot in den Schoß, um das Sie sich lange vergeblich bemüht haben. Was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, ihr werdet gewinnen, ihr werdet nach Düsseldorf fahren und ihr werdet der Welt zeigen, dass in Österreich verdammt gute Musik gespielt wird. Das ist super. Pass auf, schau mal, er hat noch was. Ja? Oh. Das ist wirklich geil. Soon you are going to reach perfection. Wer ist nach deiner Ansicht, wenn ihr nicht dabei wärt, der Favorit? Also ich muss sagen, wir haben heute so eine gute Show und so eine gute Generalprobe gespielt. und das Feld der Künstler ist einfach grandios und wir mittendrin und ja, möge der Beste und der Glücklichste gewinnen heute. Und ich glaube, dass wir heute die Glücklichsten sind. Also ich bin glücklich, dass ich dabei sein darf. Weil wir kennen uns jetzt schon über ein Jahr. Ich habe das Ganze ein bisschen was verfolgt. Ja. Ich bin auch froh, dass du dabei bist, Manfred. Also ein Piefke votet für die Band WG, ja, damit wir den Deutschen mal zeigen, wo die Musik herkommt. Passt. Ja. Und jetzt habe ich noch zum Abschluss des Tages den entscheidendsten Glückskeks. Wer hat den von euch geöffnet? Der Alex. Oh. Der Alex ist heute unsere Glücksfee gewesen und hat für die gesamte Band WG einen Glückskeks geöffnet. Okay. Und das bedeutet, das heißt, am Ende des Regenbogens wartet das Glück auf uns. Yeah. Oh yeah! Oh. Das ist das Motto des Tages. Ja. Schmeckt man nachher gut. Ja. Was gibt's heute? Gemüse drauf, Spargelnetz. Die Auswahl ist schwer, aber vitaminbewusst, wie ich mich heute ernähre, figurbewusst und auch mit dem Gedanken, dass ich eine gute Show singen muss, esse ich das gebackene Seelachsfilet. Ja. Kartoffelgartensalat. Es gibt nichts Besseres da heute. Ja. Was gibt es denn noch? Der drängt sich vor. Oh no, ladies first. Das ist die cool. Yes. Also, schau mal. Schau dir mal unsere beiden Personen an. Ja? Wer die cooleren Irokesen? Ja, ja, meine steht jetzt nicht. Deiner schaut scheiße aus. Ja, der gütet es nicht. Es gütet immer. Ja, Zeit gütet zum immer. Essen gehen. Lass uns einmal essen. Ja. Yes. Sehr Millimeter, so kehrt es hier. Ganz ehrlich, ihr schaut doch total grindig aus, oder? Ja, die Suppe ist gut, die Suppe schaut gut aus. Danke. Dankeschön. Auf geht's. Bock mal's. Dieses Essen ist eiskalt. Ich hoffe, du zusammen kriegen wir dann ein warmes Essen zumindest. Schade, ich hab so einen Hunger und gut, eiskalt. Jetzt esse ich den Kuchen halt. Der ist okay. Ja, ist okay, er gehört kalt. Für den heutigen Abend die wichtigste Person bei der Band WG ist die Sarah. Die macht, sie schminkt, sie macht die Haare von der Mia und sie singt im Background. Wie geht's dir? Danke, sehr, sehr gut. Nicht nervös? Nein, noch nicht. Was hast du genommen? Ich will das auch haben. Ja, das wüsste ich ja gern. Wie schaut's aus? Wie denkst du, werdet ihr heute abschneiden? Sehr gut. Ich denke, wir haben gute Chancen. Sind alle sehr gut vorbereitet. Ich glaube, wir haben mega Ausstrahlung auf der Bühne, vor allem die Frontfrau ganz vorne auf jeden Fall. Wir haben gute Chancen. Wir geben Gas, Vollgas.
kurz vorm Eingang ins Studio die ersten Fans der Band gekommen. Wie geht's euch? Uns geht's gut, wir sind aufgeregt, wir halten die Daumen, wir fiebern mit, wir freuen uns schon. Hier kommen schon die ersten Fans der Band WG. Wie geht's euch so kurz vom Auftritt? Boah, nervös! Na, voll super. Warum nervös? Ihr müsst doch nicht auf die Bühne, das machen doch die Burschen und die Mia. Ja, trotzdem sind wir nervös, wir hoffen ja, dass die Band WG gewinnt. Habt ihr denn schon die Nummer im Handy drin zum Voten? Ja, natürlich! Letzte Chick, letztes Bier, bin ich jetzt hier bei Alkbottel. Wie geht's euch, Burschen? Ja, prächtigst. Wie gesagt, wir versuchen uns jetzt gerade einzustimmen, richtig, auf unseren Auftritt, weil sonst wären das einfach umgekehrte Vorzeichen und wir müssen jetzt schauen, dass wir da irgendwie unseren normalen, unsere Basis wieder errichten. Ja? Und da ist ein Chick Bier mal unerlässlich. Ja. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, Alkbottel vertritt ja nicht Österreich oder Wien, sondern ihr vertretet Meidling. Hm? Hast du das richtig ausgesprochen, so als Piefke? Nein. Okay. Aber ich muss nochmal zu Schule. Aber ich habe bei deiner Moderation gehört, das ist auch ein hoffnungsloser Fall bei dir. Meidling. Ja. 10 Jahre in Wien noch immer. Du bist am Anfang. Du bist wirklich am Anfang. Ja. Also ich stehe eigentlich kurz vor der Ausweisung. Zumindest Schwierigkeiten haben, überhaupt Meidling zu durchqueren. Ja? Also wenn du einmal nach dem Weg fragst, bist du sofort gekreuzigt am nächsten Hydranten. Ja? Also mit der Aussprache kommst du nicht weit bei uns im 12. Also die 3 Punkte, die ich in Meidling anlaufe, die weiß ich so Gott sei Dank, wo ich da hinlaufen muss. Ja, ich sage, am besten nichts reden. Ja? Wo liegen die Nerven im Moment? Ganz ruhig. Ganz ruhig? Ganz ruhig, ja. Wirklich noch ganz ruhig? Und wann geht's hoch? Möglicherweise um 8:30. Ist jetzt unfair. Wäre die Band WG nicht dabei, wer wäre der Favorit? Das ist fies, gell? Das sage ich nicht. Band WG. Ja, wir haben halt ein bisschen einen einfachen Spruch, der halt primitive Leute wie dich anzieht. Und somit finden wir das ja dann schon wieder passend, dass wir da jetzt zusammensitzen bei einem Bier. Ich habe ein Bier, du hast keins. Na, ich habe meins schon getrunken, damit ich... mutig genug bin für ein Interview. Hast du das Tagespensum schon erreicht? Ja, noch nicht ganz. Ich werde den Rest werde ich mir dann gleich bei euren Fans holen. Okay, passt. Hallo, Servus, nicht weiterlaufen. Band WG, jetzt ich weiß ja, für wen ihr da seid, aber eine Frage. Die Startnummer wissen wir auch. Das ist die 1. Und wie ist die Nummer zum Voten? Die habe ich schon gespeichert. 090159 09 und dann die 01 für Band WG. Okay, Sie dürfen rein. Dankeschön. Bist du heute beim Song Contest? Ja. Als Pate für wen? Ich bin für Richard Klein als Pate da. Ja. Und ja, sind alle siegersicher. Wo liegen im Moment deine Nerven? Bist du aufgeregt oder eher locker lässig? Ja, ich bin locker lässig. Ich muss ja nicht raus auf die Bühne. Also das muss der Richard Klein dann machen, also wieder gut machen. Er ist in Form, er ist top. Ja. Wird immer besser, von Lied zu Lied. Also grandios. Kaum im ORF-Gebäude, schon von mir abgefangen, die Chrissy von Luttenberger Klug. Wie geht's dir heute Abend? Prinzipiell gut, aber ich bin so nervös. Die Autofahrt her war ein Krampf. Warum bist du nervös? Du stehst doch heute leider nicht auf der Bühne, sondern dein Freund mit der Band WG. Ja, deswegen bin ich ja nervös. Also ich bin total bei Ihnen dabei, im Kopf, mit Herz und Gedanken. Und ich will so, dass die gewinnen, wirklich. Also ich habe meinen Wunsch ans Universum schon abgeschickt, Band WG wird gewinnen. Das finde ich, weil die sind alle nicht nervös. Wir haben sie alle schon gefragt. Ja, genau. Genau. Aber gut zu wissen, dass du mitfieberst und dein... Wo ist dein Puls bei... Im Moment, warte, ich überlege gerade, 110. Okay. Und er geht dann rauf auf 150, 160. Wie hin weiter wird zu der Show hinkommen. Okay. Nein. Ihr wart ja auch dabei, seid aber leider ausgeschieden. Ja. Wäre jetzt die Band WG nicht dabei? Gäbe es einen anderen Favoriten? Wäre jetzt die Band WG nicht dabei? Du, ja, natürlich. Es gibt ja noch die Charlie, die Schwester von der Michelle. Ja. Und dann würden wir dort natürlich mit vereinten Kräften zusammenhalten. In dem Fall müssen wir leider uns jetzt ein bisschen splitten, die Mischung und ich. Wie ist das jetzt mit dir und deiner Gesangskollegin, sage ich jetzt mal? Seid beide heute hier und beide einen anderen Favoriten? Ja. Nein, also wir sind natürlich beide Fans von Band WG und Charlie und wir mögen auch alle untereinander gerne, aber
wenn wir schon zwei sind, haben wir uns natürlich aufgeteilt. Ich bin für BandWG, sie ist für Jalie und ja, möge der Beste gewinnen, BandWG. Also ich habe es bei mir eingespeichert fürs Voting, BandWG. Ja, magst du es sehen? Da, pass auf, ich zeige dir das. Wie ist denn eigentlich die Nummer? Ich muss dir auch noch einsprechen. Na bitte, da. Na gut, das muss ich jetzt auch gleich machen. Gleich mal machen. So, hier stehen wir jetzt mitten im Pressezentrum. Die Journalisten werden gleich alle eintrudeln. Wir werden dann aber leider nicht dabei sein, weil wir gehen dahin, wo die Fans sind. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier mitten in Meidling im Altbottelbezirk. Da ist das Gasthaus Aßmeier. Und hier feiern heute die Battle-Fans ihre Song-Contest-Party. Und wir schauen jetzt mal rein, wie die feiern, ob die wirklich bottelfest sind. Wichtig waren uns jetzt eigentlich die Bottle-Fans. Wie hat es dir gefallen? War ein super Auftritt. Sie haben alles perfekt umgebracht, finde ich. Und jetzt liegt es nur mehr am Voting. Nein, die Nummer hast du schon eingespeichert, oder? Natürlich, ist schon drin und ich schätze, 40 werden sie schon ausgehen. Ich habe zwei Handys da und ich werde halt als B-Hander arbeiten. Zwei? Ausgesetzt, ich bin dann nicht schon so erledigt, dass ich mir schwer tue bei Voten, aber es wird noch gehen.